So, wir waren jetzt mit der neuen Runde auf Endless Life. Die Herausforderung bleibt auf alle Fälle bestehen. Ich werde ein paar Donate Coins ausgeben für Party Scrolls. Achso, ja. Hä? Ja. Hier ist der Coin Drop. So, okay. Ja, 30 Tage, 180 Coins ist jetzt nicht so dramatisch, glaube ich. Genau, dann haben wir zumindest die Party Skills. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir ein bisschen mehr Glück haben. Genau, gibt es sonst irgendwas, was wir kaufen könnten? Okay, Astria ist gar nicht mal teuer eigentlich. Ich glaube, es sind 20 Cent oder so. Na gut, es hat einen Tag. 50 Cent für 3 Tage. Oder sind es Dollarcent? Oh Gott, ich weiß es gar nicht genau. Müsste ich mich informieren, weiß ich jetzt echt nicht. Ich schätze, es sind halt Dollarcent oder so. Aber okay. Gut, Party Skills check. Dann würde ich mal sagen, ab nach, ja, dahinter. Darkon 1. So, also ich würde auf alle Fälle mal versuchen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was droppen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob wir jetzt halt wirklich mit Party Skills ein bisschen mehr droppen. Sollten wir normalerweise schon. Wir probieren es einfach, würde ich sagen. So, mal kurz den Ringmaster buffen. Dann mal hier nachbuffen. Okay. 2400 MP ja mittlerweile. Na, okay. Oh, oh, Schaden. Okay. Der Schaden ist gut. Jetzt mit links ist Schaden echt gut. So. Also wir haben Lucky Drop. Keine Ahnung, wie viel das uns das wirklich dann bringt tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe schon, dass wir zumindest jetzt ein bisschen was droppen können. Das wäre ganz schön. Und by the way, ja, ich hab sogar jetzt hier Exit Lag abonniert. Wer ist das? Habe ich den? Ah, hier eine Liste. Okay, stimmt. So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, genau. Allerdings haben die gerade ein Problem mit ihren Servern in Shanghai. Ja, es ist verrückt. Also genau der Server, den ich gerade bräuchte, also halt aus Asien, der ist down. Und ich glaube, der schreibt auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, warum er auf Englisch schreibt. Naja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich dachte mir halt zumindest, okay, jetzt hätten wir halt einen guten Ping. Aber die Server haben halt einfach Probleme. Das ist gerade echt, es ist zum Kotzen. Aber ich meine, höhere Gewalt, kann man nichts machen. Genau. Also ja, Drops sind echt ein bisschen sehr rar, muss ich sagen. Also ich denke mir halt so, okay, es gibt halt irgendwie eine ganze Menge Spieler, die hier halt an ihre Drops kommen und so. Ich weiß halt noch nicht genau wie. Also ich habe Roadies der Teile für 400k gesehen. Ich meine, wir sind pleite und Geld verdienen ist halt echt schwer. Aber also, die kommen ja auch irgendwie an Geld und vor allem an Set-Teile, vor allem an Set-Teile. Geld, okay, ja, schwierig, aber die kommen an Set-Teile. Warum kommen wir nicht an Set-Teile? Das verstehe ich nicht ganz. Also vielleicht mache ich halt schon irgendwas falsch, also ich weiß es jetzt nicht genau. Es kann schon sein, dass wir einfach uns ein bisschen anstellen oder so. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau. Aber wie gesagt, wir probieren es einfach weiter. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein paar Teba-Teile droppen für unseren, also die Mage-Teile oder halt irgendwie eine neue Wand oder halt, ja, One-Set. Oh fuck. Und ja, irgendwie so in Richtung. Okay, also die Partys laufen wirklich sehr langsam. Ja, es sind halt scheinbar zumindest Offi-Raids. Vielleicht doppelte Raids, nicht ganz sicher, aber ja, sehr hoch sind die Raids auf alle Fälle schon mal nicht. Wir könnten auch einfach irgendwie so Hit-Psy spielen. Oder Crit-Psy, besser gesagt. So, wir müssen hier fooden. Okay.
Genau, also wir haben Lucky Drop. Normalerweise sollten wir jetzt halt schon um einiges höhere Chancen haben, Set-Teile zu droppen. Was haben wir aktuell? Okay, 30%. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt effektiv genauso viel, eine genauso hohe Chance haben wie gestern. Oder vorgestern, muss ich gesagt. Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht genau. Da müssen wir einfach mal schauen. Also ich habe auf alle Fälle noch nie so viele Hardcore-Spieler gesehen, wie hier auf dem Server. Und das Lustige ist auch wirklich so, die Leute feiern das allerdings irgendwie auch. Also die feiern das, dass es halt so schwer ist und so offi-mäßig und so. Also es gibt echt einige, die das feiern. Und, oh Gott, MP. Und genau, also wie gesagt, ich nehme mich auf alle Fälle mal der Herausforderung an und ich hoffe einfach mal, dass es halt, dass wir damit einfach irgendwie klarkommen. Und ja, schau mal. Kamelsort, Money. Nice. So, da mal Food, genau. Ja, viel besser. Problem ist einfach, wir droppen halt leider keine Sets. Sets, Waffen sind echt ganz, ganz schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, wie wir jetzt da rankommen irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie wir jetzt an MP und so weiter kommen. Also vielleicht kann man einfach bessere MP-Refresher kaufen. Ich meine, hier hinsetzen ist auch ein bisschen lame, aber... ja, müssen wir schauen. Also ich meine, wir könnten es auch einfach auch über Donate-Punkte kaufen. Wird jetzt auch kein Weltuntergang. Aber ich versuche irgendwie das Let's Play so zu gestalten, dass, ja, wie soll man sagen? Dass es auch ein bisschen reproduzierbar ist für euch. Und, ja. Okay. Also einen Drop hatten wir bisher. Eine Waffe. Ich glaube, eine Level, was waren das, 50er, 60er Waffe, glaube ich. Also eine, nicht eine Brown Waffe, sondern eine, wie heißt denn die jetzt gerade nochmal? Brown, Green, NPC Waffe natürlich, meine ich, ja. Oder White oder Gray oder so. Keine Ahnung. Gibt's ja alles mögliche an Leuten mit ihren Vorstellungen, wie man das Ganze nennen sollte und so. Ja, läuft schon mal ganz okay. Blitzmobs sind ein bisschen kacke. Geh mal dahinter hin. Ja, den Gig würde ich ja ganz gerne mal killen, aber ich meine 10 Millionen. Wobei, wir könnten halt... Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich wollte sagen, wir könnten einfach einen niedrigeren Gig killen. Aber auch niedrigere Gigs sind halt irgendwie... ein bisschen blöd, oder? Ich meine, glaubt mir halt wahrscheinlich nichts. Halt echt schwierig. Ja, die Drops bisher sind halt echt nicht sonderlich gut. Aber es kommt irgendwie auch nicht wirklich so ein bisschen was nach oder so, also... ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwie ewig bleiben und halt... Alter, in der Sekunde droppe ich einfach was. Okay, 1080 Attack. Bam, 1275 Attack. Okay, 4K Damage. Das ist angenehmer. Ja. Damit kann man arbeiten. Damit kann man definitiv arbeiten. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Equipment. Einen Stick haben wir auch gedroppt. Super. Okay. Ist aber immer so, man muss sich einfach nur beschweren. Dann geht's schon. Naja, gut. Also wir haben zumindest schon ein bisschen Geld verdient. Wir haben jetzt ein bisschen Damage verdient.
Ich will ja gar nicht wissen, wie teuer das Erwecken ist. Ich weiß auch nicht genau, wie ich an Penia komme. Also es gibt sicher irgendwie Wege, aber... Wow, noch ein Wedge-Teil. Zwei Wedge-Teile. Male und Female. Warte mal, Female. Ab zum Ringmaster. Super. Oh, das wird so linked. Oh. Okay, das finde ich ein bisschen krass. Das finde ich echt ein bisschen krass. Set-Effekte stehen noch nicht dran. Ich weiß nicht, ob es einen Wiki gibt oder so, aber müssen wir uns mal überraschen lassen. Okay, also ich überlege gerade auch, ob man jetzt am besten... Was machen wir am besten? Sollten wir weitergehen zum Leveln, also halt irgendwie höhere Mobs? Oder halt... Ich meine, Driller würden auch noch die Sachen hier droppen. Was dann noch okay wäre. 12% Blockrate. Von 9 auf 12 mit 2 Leveln, lol. Okay. Vermutlich ist es halt auch so ein bisschen sogar so offy oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Es ist auch so ein bisschen das, was ich halt vom Offy erwarten würde. Na komm. Das ist echt so nervig, dass mein Exit-Lag nicht funktioniert. Wenn ich halt wüsste, ob. Ja, ich würde es nicht testen mitten im Game. Das macht wieder keinen Sinn eigentlich. Fliegst sonst aus dem Game raus und ist auch blöd. Kauft jemand einen Astria für 3 Tage für 25 Millionen? Naja. Plus 20, wow, okay. Not bad. So, also ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Mobs, zu den Drillern. Ja, macht es mehr Sinn, als hier irgendwie ewig lang rumzuhängen. Das geht schon. So. Na komm, Ringmaster. Auch plus 20, oha. Lol, okay. Was fand denn der hier? Keine Ahnung. Ne, sind Erde. Oder ist das Erde oder Platz? Okay, Erde wahrscheinlich. Ja, Erde wahrscheinlich. Sieht danach aus. Okay. Okay, für 3 Kader-Match ist halt immer noch okay eigentlich. Problematisch sind halt so die Sachen hier, die wir noch nicht kriegen, besser gesagt. Na komm, heilen. Oh, heal. Vielleicht sollten wir auch einfach Quests machen. Warte mal, vielleicht sollten wir wirklich Quests machen für Geld. Vielleicht ist das Server so aufgebaut, dass man auch einfach questen sollte. Weil Quests bringen halt schon echt einiges in Geld. Hier mal 1 Million, da mal 1 Million oder so. Also schon nicht so schlecht. Wir könnten auch mal schauen, ob wir hier irgendwelche Teba-Teile finden in Flaris. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass es die gibt. Level up. Also bevor wir die Job Change machen auf Psykeeper, werden wir auf alle Fälle erstmal anfangen, dass wir hier ein bisschen shoppen gehen. Und genau, einfach mal schauen, was alles gibt und so. Vielleicht gibt es irgendwie Set-Teile, vielleicht können wir ein bisschen mit dem Geld, was wir hier verdienen könnten, an Set-Teile kommen und so. Ist alles möglich. Vielleicht haben wir ja Glück. ...6% pro Mob, okay. Die XP sind halt echt gut irgendwie. Also die XP sind super, die Penia nicht ganz so. Da müssen wir echt ein bisschen nachbessern. Beziehungsweise müssen wir schauen, dass wir irgendwie...
Ich weiß nicht, was wir am besten machen können dagegen. Welche Optionen haben wir? Achso, Wind gegen Blitz, ja, nicht so sinnvoll. Ja, wir könnten. Sekunde. Wir könnten auch noch andere Skills skillen. Ich spare mir ganz gerne die Punkte. Weil ich weiß, dass wir die später eh noch brauchen. Oh, Lightning Card. Okay, 2%. Naja, besser als nichts. Und weg mit dir. Nice. Part Level 35. Ich meine, die Party Level halt zumindest einigermaßen. Wenn jetzt halt hier noch ein paar mehr Leute drin, dann wird es schneller gehen und hätten wir ein bisschen mehr Damage und weniger Ping und so. Dann glaube ich, wird es auch noch mal einiges besser gehen. Wir schicken gerade immer KI-Bilder. Wie schlecht teilweise ChatGPT halt Gilder generiert. Echt witzig. Und Level Up. Nice. Okay, na komm. Gib mir Theberteile. Ich brauche Theberteile. 4 Stück. Mit einem Mob. Waren auf alle Fälle mehr als aktuell. Weil aktuell ist es wirklich ein bisschen mau momentan. Ich schaue schon mal die Shouts hier durch und so, was die hier kaufen oder verkaufen und so. Ja, es ist schon sehr, sehr aufwendig. Man muss ja schon echt auch sehr viel farmen für Setteile, für wirklich die einfachsten Dinge. Bringt schon so ein bisschen Erinnerungen zurück. Und auch mal so der Gedankengang, so, ja, macht ein Astria Sinn? Macht vielleicht irgendwie ein Koralleninsel-Ticket Sinn? Das sind alles so Sachen, wo ich mir so überlegen bin. Machen wir es, machen wir es nicht? Keine Ahnung. Alles ist möglich, nichts muss. Oder alles kann, nichts muss, so besser gesagt. Komm, gib mir Skills. Gib mir Link. Nice, okay. Ja, also ich denke da auch mal mit ein bisschen mehr Cast-Time wird sich halt auch die Ping-Situation nicht verbessern, natürlich, aber halt entschärfen. Denn, Earthquake bringt ja HP und Speed? Lol. Auf jeden Fall, das Problem natürlich auch bei Ringmaster, bei Caster-Klassen generell. Je höher der Ping und je höher die Cast-Time ist, desto höher ist es einfach der Delay dazwischen. Und teilweise ist halt eben so, dass man halt in diesem Cooldown eben noch drin ist, also in diesem soften Cooldown, wo der eben noch nicht den Skill annimmt. Und das ist natürlich einfach der Fall, wenn man halt, ja, auf gut Deutsch halt einfach dann drückt, wenn eben noch der Cooldown da ist. Oder halt eben gerade der Lag noch das nicht zulässt. Und deswegen mehr Cast-Time wäre natürlich schon echt in jeder Hinsicht dann recht sinnvoll. Ich habe schon überlegt, ob wir uns eine andere Klasse machen. Vielleicht wäre das auch eine Idee, weil ich muss sagen, eine Caster-Klasse hier ist, glaube ich, nicht so das Beste, was man sich, wozu man sich entscheiden kann. Ich meine, wir hätten ein Schwert, wir könnten auch einen Mercenary nehmen. Wir könnten halt auch einen Knight machen. Ein One-on-One-Knight vielleicht? Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Item-Wiki. Ah ja, hier sehen wir auch die Effekte. 20 in, 10% Attack, 10%. Wow, okay. Was haben wir hier? Weapons. Drop Puppeteer. Lol. Okay. Gatekeeper, Doppler. What? Ja, das sind die ganz alten Jobklassen, die mal reinkommen sollten, beziehungsweise mal zur Auswahl standen. Ring Master Imposter. Nee, nicht Master Knight. Wo ist denn hier der Knight? Da ist der Knight. Was haben wir hier? Ein Bastard Sword? Okay, wir haben. Pre-Bastard Sword. Oh, die Effekte. Ich weiß nicht, wo man das Zeug kriegt. Aber die Effekte sind geil. Die Effekte sind echt geil. Nicht alle, aber manche. Event. Hier Guardian Big Sword. Wow, okay. His. Ach nee, warte mal, was habe ich gerade gesehen? His. Also ein anderes Schwert, okay. Guardian Big Sword, okay, 10% Attack, 10% Crit, nice.
15, 15. So waren, okay, sind HP-Schwert. Das Ding, wow, ist geil. Auch Axt ist viable, okay. Ah, nicht ganz so. Bloody Slayer, okay, das ist irgendwie relativ schlecht, oder? Ja, das ist um einiges schlechter. Warum auch immer. Mhm. Hä? 5% Attack? What? Aber es gibt irgendwie auch wieder andere Waffen. Okay, ich verstehe nicht ganz das Balancing. Vielleicht sind aber auch die Waffen hier ein bisschen. Also die Infos hier nicht richtig. Bloody Slayer Event. Hm. Also manche Effekte können eigentlich nicht stimmen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Warte mal, sehen wir nicht irgendwie auch die Set-Effekte im Teleporter? Okay. Blöd. Models. Ja, also müssen wir schauen. Beziehungsweise ich muss vielleicht auch mal ein paar Leute fragen, wie das hier eben ist. Wie das mit den Set-Effekten ist. Also ich meine, gut, Wonderwall Knight auf alle Fälle ist nicht schlecht und könnte man auf alle Fälle spielen. Und da müssen wir einfach mal schauen, glaube ich. Wenn es klappt, wäre es nice. Und vielleicht sollten wir es auch einfach mal probieren, weil ich glaube, wir werden nicht hundertprozentig happy hier mit Psykeeper, weil wir sind einfach auch ein bisschen verwöhnt gewissermaßen. Ping verwöhnt. Denn ich meine, alle Server, die wir spielen, sind entweder in Deutschland oder in Frankreich. Deshalb, da haben wir natürlich schon echt ein bisschen. Ja, wir sind wirklich verwöhnt. Also, es ist halt einfach so. Dieser fliegende Baum hier. 20 Jahre Flyve und der Baum fliegt noch immer. Also, oh, fuck. Ja, okay, Karma. Nein. Oh, easy. So. Buffen. Pet. Ah nein, warte mal. Ich muss verkaufen. 73k, 1,7k. Vielleicht verkaufen, oder? Ja, nee, weg damit. Stick weg damit. Das Ding behalten wir. Okay. Wow, ist echt alles super, 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 super teuer. Das ist echt heftig. Okay, Quest-Items sind zumindest einigermaßen was wert. Ja. Da könnte man schon mit arbeiten. Steam-Tier war das okay. Ja, müssen wir mal schauen. Okay. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.